Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? Verzeihung, ich suche... Kein Problem. Ich schaff das schon. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist, ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Danke. Hey Scott, wohin gehen Sie? Das Grab von John Shepard muss hier sein. Hat Ihnen niemand gesagt, dass man auf Friedhöfen nicht schreit? Die Toten stört das nicht. Verzeihung, ich suche das Grab eines Jungen, ein John Shepard. Geradeaus, ein Stück weiter hin. Danke. Hier ist es. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich.